Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Arabien und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 14 und wir stehen auf Rang Nummer 10 mit 84 Siegpunkten. Und oh, was für eine Nacht das war. Wir haben die Schlacht um Izmir gewonnen und wir haben um Awas gekämpft. Wir haben hier unseren Panzer eingesetzt, der hat geholfen, aber der Feind ist generell hier einfach auch gestorben. Das lief alles sehr, sehr gut. Ich muss mal gucken, ich glaube, Ägypten wollte noch Provinzen haben. Vielleicht lasse ich sie dann noch Provinzen haben hier. Das wäre eine Option, das werden wir mal machen. Dann können sie das hier haben. Teheran können sie gerne besetzen. Wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch dann die Reste des Kuban besetzen hier, ihre Gebiete. Denn der Kuban ist inzwischen zu einem Sicherheitsdefizit für uns geworden. Das heißt, hier müssen wir Gebiete besetzen. Aber ich kann soweit sagen, dass der Angriff von zumindest der Ukraine hier abgewehrt wurde und unsere Truppen jetzt hier so stark sind wie noch nie zuvor. Das ist optimal und wir rücken jetzt auch weiter vor. Ich werde meine ganze Armee hier in Bewegung setzen und die wird dann in Richtung Teheran gehen. Wenn wir uns dort sammeln und dann gucken, was wir hier machen müssen. Die Armee von Ägypten wird ebenfalls helfen, das hier ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und dabei werden wir dann wahrscheinlich bald den Kuban angreifen müssen, denn der Kuban ist nicht mehr wirklich aktiv. Sie haben seit gestern oder seit vorgestern nichts mehr bewegt. Entsprechend sind sie ein gewisses Sicherheitsrisiko. Und wir konnten leider auch nicht durchbrechen bis nach Rostov, bis zu den Artis hier. Müssen also erstmal zurückweichen, da ich gerne zwar angegriffen hätte, aber leider der Feind in Luhansk in der dicken Festung steht und unsere Luftschiffe aktuell noch dabei sind, Jytomir zu bombardieren. Da haben sie nämlich eine Fabrik und ihr Flugfeld. Aber to be honest, die könnten jetzt eigentlich auch mal woanders hingehen. Ich meine, ich würde es gerne noch weiter bombardieren. Das lohnt sich natürlich schon so ein bisschen, da die Ukraine jetzt zu treffen. Vor allem, weil das auch ihre Nahrungsproduktion ist, von der sie gar nicht so viel haben. Aber ich werde dann gucken, dass ich dann später, wenn ich hier fertig bin... Wir haben hier auch ein Luftschiff aus Norwegen. Wo kommen die denn her? Die kommen da ganz vom Norden. Eieiei. Wir brauchen dringend mehr Luftabwehr auch. Das ist langsam echt ein Problem. Und ich sehe gerade, mein Fisch ist ausgegangen. Oh nein. Schnell mehr Fisch. Zack. So. Das hier noch ins Plus bringen. Zack. Und das hier noch ins Plus bringen. So. Aber die Produktion läuft und wir werden dann schauen, dass wir die nächsten Tage dann hier eben entsprechend diese... Oh, die machen das mit Gewaltmarsch sogar hier. Da könnten wir eigentlich mal reingrätschen. Dass wir dann hier die Luhansker Festung zerstören und dann dort diesen Angriff starten. Fürs Erste muss das alles aber noch warten. Vielleicht wäre es sogar schlauer, die Artis nach Norden zu bringen. Die brauchen wir dann nämlich dringender. Und dann kriegen wir da schon irgendwie hin. Der größte Vorteil jetzt vor allem auch hier ist, dass es natürlich Dingens gelungen ist, Ägypten gelungen ist, hier in Griechenland sich aufzubauen. Der nächtliche Angriff von Polen und der Ukraine und Ungarn kam und ist gescheitert. Sie kriegen jetzt immer mehr Truppen hier aufs Land. Bald sind wir hier bei 100.000 plus und auch die Artis und so. Also alles wunderbar. Ich bin auch am Überlegen, ob wir nicht hier mal landen wollen. Das können wir mal versuchen, je nachdem, wo die hingehen. Und ja, damit haben wir das geschafft. Damit haben wir jetzt eben hier so ein bisschen... Obwohl, da landen ist eigentlich keine so gute Idee. Wir könnten es eigentlich... Ja, wir lassen das eigentlich mal. Das macht nicht so viel Sinn für uns, das zu tun. Wir lassen das mal und lassen dafür nur 1000 Truppen da eben als Garnison. Und ja, damit ist natürlich jetzt das Problem für den Feind hier enorm. Leider immer noch Marokko nicht wirklich aktiv. Also da muss ich echt sagen, da sind wir eigentlich schon an einem Punkt, wo wir jetzt alle gemeinsam dem zustimmen, dass Marokko nicht wirklich ein Faktor ist in der Zukunft dieser Runde hier. Was ist denn hier los? Ich nehme an, die haben hier Wegerecht. Nein, die sind im Krieg. Warum das denn? Ich wollte ja eigentlich den Kongo einladen. Aber die machen... Ach, die haben die bombardiert. Warum das denn? Ich meine, okay, an sich ist es gar nicht mal so unschlau, aber sie stehen halt ein bisschen wild rum. Ich brauche halt jemanden, der so ein bisschen auch, ne, der so ein bisschen Feuer im Arsch hat für die Koalition. Und das haben wir soweit nicht wirklich hinbekommen. Ach, übrigens, Indien sind aktiv, das ist auch ganz nett. Aber wir finden halt nicht wirklich Allies in der Welt. Das ist so irgendwie unsere aktuelle Problematik. Und es gibt keine Nation mehr, die irgendwie was noch drauf haben. Alle sind vergeben und die, die nicht vergeben sind, die sind halt aus einem Grund nicht vergeben. Also, ja, immerhin Schottland ist aktiv. Sind die wirklich aktiv? Ja. Komm, wir laden Schottland ein, oder? Haben die eine Hauptstadt? Nee, ne? Die haben keine Hauptstadt, oder? Kann das sein, dass die keine Hauptstadt haben? Leopoldville? Die haben... was? Wie haben die denn bitte schön in Leopoldville ihre Hauptstadt? Das ist aber ein Fehler, Freunde. Das ist hier aber... Erik, hier ist ein Bug. Das ist hier aber nicht so. Warum haben denn die beide Leopoldville? Und das ist einfach nur die letzte gewählte Hauptstadt. Wahrscheinlich ist das so. Ja, das ist noch nie vorher aufgefallen. Die haben keine Hauptstadt. Das ist ein Problem. Warum haben die keine Hauptstadt, Freunde? Ihr seid im Krieg mit mehreren Leuten. Grönland auch. Ja gut, ich meine, wir könnten sie halt einladen, ne?
Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, weil wir müssen halt irgendwas tun. Wir laden die jetzt ein und dann gucken wir, was da passiert. Dann können wir denen ja schreiben, hey, willst du dir mal vielleicht eine Hauptstadt bauen? Dann sind die ja eigentlich ein ganz großer Faktor. Die sind ja gar nicht mal so klein. Die haben sogar vielleicht mehr Provinzen als wir. Kann das sein? Fast. Die haben 26 Provinzen. Einladung verschickt, sehr schön. Dann werden die ja gar nicht mal so klein sein. Die werden ja natürlich durchaus ganz gut machen, aber die müssen halt eine Hauptstadt bauen irgendwann. Das ist nötig. Ich nehme an, die haben sie verloren in dem Krieg gegen England. Dann können die im Norden noch ein bisschen mitwirken, weil noch ist der Feind ja doch sehr stark. Wir haben jetzt hier wirklich großen Schaden angerichtet, das ist auf jeden Fall. Das hat auch gut, ganz gut geklappt, aber da muss noch ein bisschen mehr passieren. Immerhin, die Ukraine ist jetzt wirklich ziemlich angehauen. Als nächstes würde ich dann mal gucken, ob wir nicht vielleicht Polen damagen können. Das wäre auch mal ein Ziel. Die Luftschiffe sind halt schon wirklich eine Wucht bei sowas. Das ist schon sehr geil. Die treffen hier übrigens... Was treffen die eigentlich? Die treffen nur diese Einheit da. Das ist ja auch nicht so sinnvoll, ja. Wo sind denn eigentlich die ägyptischen Luftschiffe? Die machen... was hauen die eigentlich an? Was hauen die eigentlich an? Ja, wir haben halt so ein bisschen das Problem, dass wir halt eine ganze Menge... Dass wir wirklich eine ganze, ganze Menge... eine ganze Menge Feind-Luftschiffe haben und auch keine wirklichen Mittel, um die zu stoppen. Also wenn die unsere Produktionszentren erreichen würden, wäre das ein ziemliches Problem. Und oh, ich sehe auch gerade, die haben hier wohl scheinbar einen Spion in Mekka. Haben wir eigentlich noch einen Spion irgendwo? Nein. Dann wird es Zeit, mal sich einen zu gönnen. Und dann kann der mal in Mekka ein bisschen verteidigen. Haben wir sonst irgendwo was Deaktiviertes? Hier haben wir gar nichts. Das muss kurz geändert werden. Oder fehlt uns das Holz? Dann eben nicht. Aber ist irgendwo was deaktiviert? Nein. Okay, das ist gut. Hier, das ist auch neu. Das ist alles okay. Können wir so lassen. Dann müssen wir mal ganz kurz schauen, ob wir nicht hier ein bisschen Stahl noch in den Warenkorb bekommen. Und zwar so. Und dann können wir noch unsere guten Mengen an Getreide verkaufen. Wenn das noch irgendwann geprocessed ist, dann können wir noch was bauen. Dann wird es vielleicht sogar Zeit, zu schauen, ob wir nicht schnell irgendwie ein paar Jagdflugzeuge bauen. Aber mit denen, wenn wir dann einmal zwei, drei Jagdflieger haben, dann sind die Zeppeline eigentlich ziemlich outdated. Aber das ist halt auch eine gewisse Investition, gerade auch mit der Menge an Flugfeldern, die wir brauchen. Und die Flugzeuge selbst brauchen ja auch noch ein paar Tage. Also das wird viel zu lange dauern, bis wir da wirklich einen Impact haben können. Also an sich, wenn der Feind jetzt uns wirklich besiegen will, dann schicken die ihre, was haben sie jetzt, 4, 5 Luftschiffe oder sogar mehr, einfach hier rüber, bombardieren Rafa für 5 Stunden, Riyadh für 5 Stunden und noch Mekka. Dann sind wir aus dem Game raus, haben wir keine Chance mehr. Dann war's das. Und dann, das ist halt schon OP, muss ich echt sagen. Also die Luftschiffe sind wirklich, wenn die gut eingesetzt werden, Tag 10, unfassbar OP, unfassbar stark. Also da muss ich schon sagen, auch wenn ich die Einheiten mag, ich bin froh, dass die weg sind erstmal, weil die müssen dringend genervt werden. Also Tag 15 frühestens, lieber Tag 20 oder halt so bombermäßig, ne? Weil du kannst halt nicht rechtfertigen, an Tag 10 oder Tag 20, honestly, irgendwie 5 Luftschiffe haben zu können. Klar, es gibt nur eine gewisse Menge, also die sind jetzt halt auch weg dann, ne? Also das ist dann wie den Sturmtruppen auch. Die sind dann kein Problem mehr, aber es ist halt absurd, was für ein unfassbarer Impact das ist. Du hast ja verloren einfach, du hast ja keine Chance. Wenn der Feind dann deine Produktionszentren bombardiert, deine Provinzen gehen ja auf 0% runter innerhalb von kurzer Zeit. Was wir hier drüben für Schaden angerichtet hatten, das war ja absurd. Apropos, wo ist der Schaden eigentlich hin? Zadar ist ja wieder voll aufgerüstet. Aber hier unten hatten wir... Heilt sich das echt so schnell wieder, der Schaden? Ach nee, weil das an ach nee, klar, hier, das ist ja an die anderen Staaten gefallen per Revolte, das ist ja auch witzig. Das halte ich aber schon ganz schön schnell dann leider, dieser Moralschaden. Ist halt absurd, ne? Du kannst halt ein paar Stunden die Moral auf 0% runterdrücken, weil hier, was wir für einen Schaden in Jitomir gemacht haben, deren Produktion völlig dezimiert. Das ist halt schon ziemlich krass. Ich würde sagen, wir machen da mal Warschau und gucken da mal, was da nicht möglich ist, ohne dass wir da was anderes treffen. Ich will schon ganz gerne in Warschau treffen. Ja, so muss das hoffentlich funktionieren, ohne dass wir dann was anderes machen. Und dann können wir da auch die polnische Produktion treffen. Die ist ja relativ kompetent. Und Polen ist ja besser auch noch gar nicht wirklich angekratzt worden von uns. Wir schauen mal auf die Statistiken und sehen, dass Polen ja auch nur knapp hinter uns ist. Obwohl schon ein gewisser Abstand ist. Aber die haben eben noch ein gewisses Potenzial. Das müssen wir jetzt treffen. Ja gut, wir könnten auch das hier machen. An sich, die schicken ja gerade ihre Panzerwagen weg. Wäre also möglich. Es wäre Getreide, wovon die jetzt auch nicht so viel haben. Obwohl, na, ein bisschen was haben sie schon. Wollen wir lieber Luhansk treffen? Luhansk ist aber auch schon wichtig eigentlich. Wir müssen eigentlich Luhansk treffen. Das kann eigentlich gar nicht warten. Deshalb machen wir das mal, weil das muss schon zerstört werden, diese Provinz. Wir haben auch ein bisschen Sicht auf die Dinge. Level 3 Festung. Wir wissen nicht, was da drin steht. Von daher, das muss schon sein. Wir gucken mal auf die Gesamtverluste übrigens. Haben wir noch lange nicht mehr gemacht. Die Ukraine verliert 32.000 Truppen, wir 6.000 in der Nacht. Polen ist mit uns im Krieg, das ist aber nicht so schlimm. Und Ungarn verliert 165.000, 436.000, das tut natürlich echt schon sehr weh. Und hier die Anschläge auf Mekka, da sieht man sie auch. Okay, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Also ja, das tut ganz schön weh. Die gehen dann direkt weiter nach Jas, das ist ganz gut.
Dann ist die Frage, wollen wir jetzt einfach direkt, hier Dingens verraten? Mit Dingens meine ich Kuban, wahrscheinlich. Die Frage ist halt, wann gehen die AFK? Eventuell morgen. Müssen wir quasi einen großen Angriff auf die starten. Das könnte man auf jeden Fall in Angriff nehmen. Haha. ja, das würden wir wahrscheinlich machen. Und dann, ja, ich weiß nicht, Marokko ist halt eine Enttäuschung. Ist halt echt eine Enttäuschung. Es wird, glaube ich, sehr satisfying sein, die rauszukicken später. Wenn wir das hier gewinnen. Natürlich rede ich gerade völlig überheblich davon, dass wir hier gewinnen. Aber aktuell zumindest entwickelt sich der Krieg sehr positiv. Das kann man sagen. Und wir werden militärisch stärker. Und an sich ist die Europakoalition sehr unorganisiert. Die machen sehr wilde Angriffe in dem Versuch, uns eben zu stoppen. Aber das kostet halt unfassbar viel. Die haben nicht die Reserven, um das auszugleichen, während wir gerade immer stärker werden. Und sie gerade jetzt auch Land verlieren. Ne? Also jetzt mit der Landung von Ägypten ist das natürlich jetzt schon ziemlich done hier. Die haben Marinehoheit, da können die nicht viel gegen machen. Und wir haben die ungarische Armee besiegt, die ist jetzt quasi non-existent. Diese Truppen sind die letzten. Ägypten baut sich ja immer stärker auf, die können also immer mehr dann noch einsetzen. Das ist also auch sehr, sehr positiv. Von daher bin ich da mir sehr sicher, dass das auf jeden Fall ganz gut klappen wird mit der ganzen Aktion. Die müssen wir mal ihre Reserven losschicken in Kairo und hier drüben. Das sind ja ganz viele Truppen hier. Die müssen sie mal losschicken, diese 40.000. Aber dann ist ja natürlich hier oben Polen offen quasi. So, wirklich auch. Das heißt, da ist alles gut und wir können hier drüben diese Provinzen besetzen. Dann können wir quasi innerhalb von einem Tag vielleicht dieses ganze Areal hier mitnehmen. Und dann muss halt Kuban dran glauben, außer sie werden heute nochmal aktiv. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Und bevor dann eben Kuban jetzt an den Feind fällt, klar, sind sie aktuell eine ganz schöne, nette, auch einfach Blockade, weil der Feind nicht durchkommt. Aber ich glaube, die Gebiete zu besetzen ist erstmal wichtiger und die Moral brauchen wir sowieso. Von daher muss das jetzt wohl sein. Also ja, ein sehr brutaler Krieg auf kleinem Gebiet. Aber mit verschiedenen Fronten. Die drüben, die Front ist ja sehr wild, aber die können die Feinde niemals halten. Das wird nicht lange gut gehen. Und jetzt, wo auch unsere Allianz sich organisiert und wo wir jetzt eben hier Truppen auch zurechtrücken können, wo jetzt auch hier feindliche Armeen zerstört werden und wir jetzt hier Position beziehen, da wird es auch langsam immer leichter. Das ist ganz gut auf jeden Fall für uns. So, mal gucken, ob wir die hier erwischen können. Wahrscheinlich eher nicht. Was können wir denn hier machen? Wo wollen die überhaupt hin? Das ist eine gute Frage, ne? Die können wir eigentlich nicht beschießen, weil unser Kreuzer da eigentlich nicht in Reichweite ist. Wir warten mal hier und stellen noch die Infanterie damit, obwohl die Infanterie kann auch einfach mal hier an Land gehen oder hier hingehen. Und dann schauen wir eben mal, was wir da brauchen für diese Operation heute und morgen. Und dann wird der Feind aber hoffentlich jetzt langsam, aber sicher diesen Krieg verlieren. Ihre Luftschiffe sind gerade meine größte Sorge. Im Feld besiegen wird für sie schwer, obwohl sie eine ganze Menge Infanterie haben, die sie durchaus zusammenführen könnten. Dann wird es ein bisschen gefährlicher. Aber ihre Luftschiffe machen mir gerade Sorgen, weil die könnten wir nicht abwehren und die könnten einen unfassbaren Schaden bei uns anrichten. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.